Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal wieder etwas malen. Und zwar nichts Geringeres als diese ganze Wand hier. Das ist das Haus meiner Eltern. Und meine Mama hat öfters erwähnt, dass sie da gerne ein Bild von Jan Vermeer haben möchte. Das Milchmädchen. Ich weiß gar nicht, ob es so auf Deutsch heißt. Auf Niederländisch heißt es auf jeden Fall so. Meine Mama liebt das Bild und sie meinte schon immer, dass sie es gerne draußen hier an der Küche haben möchte. Und heute ist der Tag gekommen. Meine Eltern sind nicht im Lande. Ich bin ganz alleine hier zu Hause. Das heißt, ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich ganz alleine mit der Kamera rede. Und ja, ich hatte etwas Geld über und habe mir ein paar neue Farben gekauft. Zeige ich dir mal schnell. Das sind die Acrylfarben von Art Creation. Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie benutzt, aber sie waren vom Preis her ganz okay. Und ich vertraue meinen lokalen Kunsthändler sehr doll. Also hoffe ich mal, dass sie was hergeben. Ja, auf jeden Fall werde ich das heute hier hinmalen. Das ist mal was ganz anderes. Meistens mache ich ja Miniatur-Challenges. Jetzt ist es ja eher so das Gegenteil. Aber es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Ich freue mich. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ich denke, bevor ich mit dem Malen anfange, oder ich denke nicht, aber ich weiß, bevor ich mit dem Malen anfange, werde ich erstmal alles vorskizzieren und ich habe ein bisschen Angst. Also ich weiß, dass das Skizzieren auf großen Flächen wesentlich schwieriger ist als auf kleine Flächen. Ich habe einmal auf einer Wand gemalt. Ja, und das war echt ein Krampf, da die Proportionen richtig hinzubekommen. Also in dem Format. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Also, die Skizze ist ungefähr fertig, aber da die Linien ein bisschen durcheinander gekommen sind, werde ich jetzt nochmal die Skizze nachfahren mit Braun, also mit Farbe, damit ich das auch besser sehen kann, wenn ich male, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man so mehrere Linien nebeneinander hat, kommt es gerne mal vor, dass man die falsche erwischt beim Ausmalen. Da sieht es irgendwie dicker, dünner, anders aus, als man möchte. Deswegen wird das jetzt nochmal exakt gemacht. Hey, also, so sieht das jetzt aus. Ich muss sagen, ich bin recht zufrieden. Ich finde, man erkennt sie gut raus. Aber der Untergrund ist schlimmer, als ich dachte. Deswegen habe ich mir hier einen Primer geholt. Für die, die nicht wissen, was ein Primer ist, das sollte man am besten, bevor man anfängt zu malen, aufs Maltuch oder auf andere feste Untergründe packen. Und daran haftet erstens die Farbe besser und man sorgt dafür, dass die Fläche ebener ist, weil so Maltuch oder jetzt auch zum Beispiel die Wand sind ja ein bisschen uneben und ja, damit sorgst du dafür, dass es schön gleichmäßig ist. Das kann ich sowieso jedem raten, weil dieser fette Topf hat, glaube ich, 12,99 € gekostet. Und wenn ihr einfach Primer auf billige Maltücher haut, die anstatt 50 Euro 10 Euro oder vielleicht auch 5 Euro kosten, dann spart man sich eine Menge Geld, denn letztendlich, wenn ihr guten Primer habt, malt es sich absolut gleich, ob jetzt auf einem 50-Euro-Tuch oder einem 5-Euro-Tuch. Also ja, gutes Ding. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht über die gemalten Linien gehe, denn die sind nämlich ganz trocken und die verschwinden dann ein bisschen. Also, während sie da hinten jetzt trocknet, nutze ich die Zeit ein bisschen, um ein paar andere Leinwände zu primen. Ich meine, der Primer ist jetzt eh auf, ob meine Hände sind eh dreckig. Also, warum nicht? Also, ich wohne ja in Aachen und in Aachen gibt es auf jeden Fall Kunstläden, aber die sind mir minimal zu teuer. Deswegen, jedes Mal, wenn ich hier bin, gehe ich zu meinem Kunstladen des Vertrauens. Das ist ein kleiner Laden hier bei uns im Dorf. Oh, ich liebe ihn. Ich kaufe mir jedes Mal so viel. Soll ich es euch mal zeigen? Soll ich einen kleinen Art Supply Hall hier einbauen? Ich zeig's euch. Also, ich habe mir ein Klemmbrett gekauft, denn
ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn ihr zeichnet, ist es immer wichtig, die Zeichnungen in einer gewissen Schräge zu sehen. Aber wenn ihr den Tisch ja so gerade vor euch habt, dann hat er eine perspektivische Verkürzung, weil es schräg vor euch ist. Und wenn ihr schräg haltet, ist es ja eigentlich gerade vor euch. Versteht ihr das? Ich glaube, das war absolut umständlich erklärt. Ich habe mir den auf dem Blog gekauft. Das ist das XL-Papier von Kanson, meine absolute Lieblingsmarke. Ich meine, guck mal, was für ein fetter Block. Das sind, um ganz genau zu sein, 120 Blätter, 90 Gramm, also gerade so richtig, für 10 Euro. Die haben auch echt eine richtig schöne Struktur. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich weiß, die kriegt man auch auf Amazon. Wenn ihr gutes Papier braucht, das hier. Ich verlinke es auch nochmal in der Infobox. Ich liebe es. Und weil ich es so sehr... Und weil ich es so sehr liebe, habe ich mir direkt zwei weitere bestellt. Dann habe ich noch zwei von diesen Platten gekauft, die man malen kann. Die werde ich euch jetzt primen. Sowie zwei kleinere. Ich mag das Format wirklich voll gerne. Ich finde das voll süß, jetzt um ein Auge drauf zu malen oder eine andere kleine Studie, eine Blume oder so. Wunderschön. Oh mein Gott. Und dann, ich habe es schon aufgerissen, weil ich es einfach in der Hand halten musste. Habt ihr jemals so süße kleine Leinwände gesehen? Sie sind wunderschön. Ich habe keine Ahnung, was ich hier drauf malen soll. Aber ich denke mal, ich werde das einfach mit euch teilen, weil ich habe ja schon ein paar Miniatur-Challenges gemacht und boom, die nächste. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was ich drauf malen soll. Also wenn ihr irgendwie eine Idee habt, haut es in die Kommentare. Ich bin absolut ahnungslos. Oh, guck mal, vier Stück. Oh, süß, oder? Oh, ich liebe sie. I love it. Und zu guter Letzt ein schwarzer Buntstift. Die Gioconda. Ach, scheiße, das ist Kohle, oder? Ich habe mir einen Kohlebleistift gekauft, scheiße. Guten Morgen. Meine Eltern haben Hühner im Garten. Ich zeig's euch mal. Warte. Einer sitzt direkt hier vorne. Was ist das? Ich dreh mich mal um. Hey nochmal, also ich habe jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden gewartet und die Lady ist immer noch nass und wir haben nicht ewig Zeit. Meine Eltern kommen morgen oder übermorgen zurück, ich möchte das morgen oder übermorgen hochladen, keine Ahnung mehr, was für einen Wochentag wir haben. Deswegen föhnen wir das Ganze und hoffen, dass es funktioniert. Also das Gesicht ist fertig und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Also eigentlich dachte ich immer, Acrylfeinde wären meine natürlichen Feinde. Acrylfeinde. Und jetzt, wo ich wegen diesem Kanal mehr mit Acrylfarben arbeite, merke ich, dass sie doch ganz chillig sind. Also ich bin auch echt überrascht, wie gut ich die Farben hier mischen konnte. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gesicht. Wahrscheinlich werde ich im Laufe des Malens irgendwelche Fehler da drin entdecken und die verbessern. Aber fürs Erste bin ich sehr zufrieden. Ich mache jetzt weiter mit den Armen, weil ich noch ganz viel Hautfarbe über habe.
Hallo nochmal, es ist einige Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Mittlerweile bin ich eigentlich sogar schon so gut wie fertig, guck mal. Es fehlt eigentlich nur noch hier der Unterrock und der Hintergrund. Ja, es ist mittlerweile echt spät, ich hoffe, dass ich das alles noch schaffe, bevor es dunkel wird. Gestern habe ich es ja nicht mehr geschafft. Da wurde es dunkel, darum muss ich auf heute wechseln, aber morgen kommen meine Eltern, also möchte ich morgen fertig sein. Übrigens, ich habe ja vor einigen Videos gesagt, dass ich euch alle grüßen werde, das habe ich auf jeden Fall auch vor. Ich hatte das eigentlich für dieses Video geplant, aber ich habe bisher von allen, die schon gefragt haben, komm mal hier. Das ist meine Schwester. Kacke. Hallo. Lass mir eine Pizza bestellen. Ich habe noch nicht bestellt, aber. Ich bestelle eine, ich will aber. Also, was wollte ich sagen? Genau. Es wollten ja einige von euch gegrüßt werden. Das habe ich auf jeden Fall vor, aber nicht diese Woche, sondern nächste Woche, weil ich finde, es passt einfach nicht in das diesmalige Video rein, weil das alles jetzt etwas entspannter und ruhiger, melancholischer ist in diesem Video und ich finde, da passen Grüßen einfach nicht rein, weil es etwas lockerer, flockiger ist. Deswegen nächste Woche, alle, die also noch gegrüßt werden wollen, können es ruhig unten in den Kommentaren schreiben, aber alle, die es schon getan haben, keine Angst, ich habe euch gescreenshottet, ich sollte euch drin haben, das heißt, ihr müsst nicht nochmal fragen, ich grüße eh jeden einmal, also bringt es nicht nochmal zu fragen. Aber ihr könnt natürlich trotzdem reinschreiben, wenn ihr ein bisschen paranoid seid und Angst habt, dass ich es verpeilt habe. Ja, machen wir weiter mit Malen. Tag 3 und der letzte. Und so bin ich endlich fertig geworden. Ich muss sagen, ich bin richtig glücklich, ich bin richtig stolz. Meine Eltern haben es mittlerweile auch schon gesehen und sie sind auch ganz happy damit. Und ja, ich bin zufrieden. Mein Papa hatte sogar diese super coole Idee, dass wir einen Becher drunter stellen und da so einen kleinen Strich reinmalen. Und dann sieht es wirklich so aus, als würde diese Milch da reinplumpsen und es funktioniert super gut. Ich meine, guck mal, wow, einfach perfekt. Übrigens, bezüglich meinen Upload-Termin, ich sollte ja eigentlich jeden Donnerstag und Sonntag uploaden. Ihr seht ja, dass ich das absolut nicht hinbekomme. Es tut mir leid, aber in nächster Zeit wird sich das wahrscheinlich nicht ändern. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall noch mit 1 bis 2 Videos die Woche rechnen, aber Donnerstags und Sonntags. Wenn ich da ein Video hochlade, dann ist es eher Zufall. Also ich lade jetzt einfach ab sofort dann die Videos hoch, wenn sie fertig sind. Macht's gut, bleibt gesund und man sieht sich irgendwann diese Woche nochmal für ein anderes Video. Ciao!